Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, wir sind heute in der Küche, denn zu einem gesunden Körper gehört nicht nur das Training, sondern auch die Ernährung. Und viele haben Probleme, ja, was esse ich denn jetzt Gesundes und vor allem, sie wollen nicht viel Zeit damit verbringen. Und genau das nehme ich heute zum Anlass und zeige dir, wie du innerhalb von 20 Minuten dir ein gesundes und proteinreiches Essen machen kannst. Wir machen heute eine Gemüse-Reispfanne. Ja, kommen wir erstmal zu den Grundlagen. Was brauchen wir eigentlich für Zutaten? Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und hier sehen wir auf jeden Fall schon, dass wir Paprika brauchen und Zucchini als Gemüsegrundlage. Denn als Kohlenhydratquelle haben wir einmal Reis. Und für die Eiweißquellen haben wir da noch Mais, Kidneybohnen, Kichererbsen und auch nochmal einen extra Tofu-Block mit Mandelgeschmack. Als Würzung haben wir hier noch einmal Kurkuma und nochmal für die süße Schärfe eine Chili-Paste. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, ein bisschen mit einer Soße zu verzieren, haben wir hier noch eine Kokosmilch. In dem Falle ist es die fettreduzierte, aber da kannst du auch eine ganz normale nehmen. Und der erste Schritt besteht erstmal darin, den Reis zu kochen. Das hat ganz genau zwei Gründe. Erstens, es ist zeiteffizient und zweitens, wir können gleichzeitig alles andere vorbereiten und beides wird zur gleichen Zeit auch fertig. Ich benutze hier jetzt einen Reiskocher. Das ist so das Komfortabelste, was man nutzen kann. Du kannst natürlich aber auch gerne einen ganz normalen Topf nutzen. Kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Währenddessen jetzt natürlich der Reis kocht, können wir alles schneiden, was zu schneiden ist. In dem Fall haben wir hier einmal die Paprika, die geschnitten werden muss, die Zucchini, aber auch den Tofu. Nachdem wir jetzt einmal alles geschnitten haben, kommen wir jetzt zum dritten Punkt und der wird richtig heiß. Wir gehen an den Herd. Hierfür brauchen wir einerseits einen Topf, wo wir den Paprika und auch TK-Paprika nutzen können. TK ist halt sehr zeiteffizient, weil du musst halt nicht lange schneiden. Kannst es dir aber aussuchen, ob du es frisch nimmst oder tiefgekühlt. Das braten wir im Topf an. Im nächsten Schritt haben wir noch Tofu und Zucchini, was wir dann in der Pfanne gleichzeitig mit anbraten können. Nachdem wir jetzt einmal die Kokosmilch dazugegeben haben, können wir jetzt einmal schon würzen mit Curry. Ja, hier einfach nach Belieben einmal reingeben. Ja, also da gibt es keine feste Vorgabe, sondern
je nachdem, wie geschmackvoll man es haben will. Dazu auch noch Knoblauch. Ja, hier ein bisschen sparsam sein. Und zum Schluss noch die scharfe Paste. Das ist auch nochmal eine Currypaste, die man hier reinmachen kann. Hier vor allen Dingen ein bisschen vorsichtiger sein, weil die ist schon extrem scharf. Hier einen Löffel einfach mit reingeben und das Ganze nochmal komplett umrühren. Und auch nebenbei noch darauf achten, dass hier das Tofu nicht mit anbrennt. Ja, und hier, wie man schon sieht, ganz leicht Zucchini und Tofu anbraten. Kommen wir jetzt zu den letzten Schritten bis zum fertigen Essen. Nachdem es jetzt alles gut köchelt, geben wir zum Schluss noch die Hülsenfrüchte dazu. Hier einmal die Kidneybohnen, dann noch Mais und auch nochmal Kichererbsen. So haben wir nochmal eine gute Proteinquelle zusätzlich. Das Ganze rühren wir jetzt auch nochmal um und lassen das jetzt auch nochmal für knapp 5 bis 6 Minuten einfach nochmal köcheln. Das Essen ist jetzt komplett fertig und es riecht mega lecker. Schade, dass du es selbst nicht riechen kannst durch die Kamera, aber glaub mir, es ist bombastisch. Ja? Tofu und Zucchini sind angebraten, Paprika und auch die Hülsenfrüchte sind fertig und der Reis ist mittlerweile auch schon durchgegart. Und jetzt geht es bloß noch ans Anrichten und dann gucken wir uns das gleich gemeinsam an. Das Essen ist jetzt einmal komplett fertig angerichtet und ich nutze als Topping auch gerne nochmal Cashewkerne und Kürbiskerne, die ich hier einmal so noch mit drüber streue, ja auch mit den Kürbiskernen. Einfach nochmal als gutes Topping, sind nochmal viele gesunde Fette und auch nochmal eine gute Eiweißquelle. Das Essen ist jetzt fertig angerichtet und es sieht absolut lecker aus, weil es riecht so genial. Ja, und wir haben jetzt innerhalb von 20 Minuten absolut leckeres, proteinreiches, vor allem auch ein gesundes Essen gezaubert. Das Rezept findest du nochmal komplett unten in der Videobeschreibung und hier oben siehst du nochmal zwei Videos von mir, die du gerne klicken kannst. Und wenn du nichts mehr verpassen willst rund um die Themen Training und Ernährung, dann kannst du unten gerne meinen Kanal abonnieren. Bleib fit! Und vor allen Dingen lass es dir bekömmlich sein und dann sehen wir uns im nächsten Video.